Es wird ja immer besser hier, Martin, mit eigenem Chauffeur beim ADAC. Meine Güte. Somit moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des coolsten Autotests, nämlich hier bei uns beim ADAC. Wir haben euch heute den neuen Hyundai Ioniq 6 mitgebracht, in elegantem Schwarz. Halt, stopp! Okay. Hat jemand die Telefonnummer vom Praktikanten? Ich glaube, der will mal eine Spritztour machen. Das Auto brauchen wir heute schon noch, oder? Ja, also der sollte noch nicht weg. Auf das SUV von Hyundai, also den Ioniq 5, folgt nun der Ioniq 6. Das ist die erste elektrische Mittelklasse-Limousine von Hyundai. Konkurrenten sind hier der BMW i4 von Mercedes, der EQE oder auch der VW ID.7. Unser Testfahrzeug mit dem Ioniq-Paket kostet 60.000 Euro. Das Design unseres neuen Hyundai hier mag ja für manche kontrovers erscheinen. Vorne wahrscheinlich weniger, da ist er recht gefällig, aber vor allem das Heck, also da gibt es durchaus Diskussionen. Aber das hat natürlich einen ganz wichtigen Vorteil, nämlich seine sehr gute Aerodynamik. Der Ioniq 6 kommt mit einem CW-Wert von nur 0,21 daher und kann auf diese Weise sehr sparsam unterwegs sein, was wir nachher noch sehen werden. Hier in den Scheinwerfern zu sehen, hat Hyundai überall ihre Pixel wieder eingebaut. Das kennen wir ja schon vom Ioniq 5. Nun hat er hier in den Scheinwerfern hier unten in der Mitte auch noch ein paar Pixel eingebaut. Natürlich auch im Interieur und selbstverständlich in den Rückleuchten hier. Sehr interessant hier unten sind diese Klappen zu sehen. Die öffnen sich nämlich automatisch, wenn die Batterie etwas Abkühlung braucht. Wir haben hier feste Scheinwerfer verbaut, die durchaus optisch was hermachen. Sie haben auch jetzt etwas mehr Technik drin als beim Konzernbruder Ioniq 5, denn es gibt ein Matrix-LED-Lichtsystem. Damit kann er andere Verkehrsteilnehmer ausblenden, um diese nicht zu blenden. Allerdings gibt es hier kein Abbiegelicht und kein Kurvenlicht. Insofern sind die Scheinwerfer technisch nicht so aufwendig wie bei manchen Konkurrenten. Auch ist der Lichtkegel nicht ganz so breit wie bei manchen anderen. Insofern wurde hier auch wieder ganz klar Design vor Funktionalität gesetzt. Ja, die Seitenansicht, Martin. Aber was zur Hölle soll das? Kannst du mir den Sinn erklären von diesem komischen Spiegel? Also. Er schließt sich auch von alleine ab hier. Gut. Also das gute Ding hier ist der Außenspiegel, also was davon übrig geblieben ist. Enthält jetzt eine Kamera, Blinker noch und so ganz cool mit transparentem Gehäuse kann man ein bisschen was von der Technik innen sehen. Hyundai verspricht sich davon ein bisschen weniger Luftwiderstand, also soll der Effizienz zugutekommen. Ich sehe eigentlich eher Nachteile, weil der Blickwinkel ist doch ein bisschen eingeschränkt. Man hat dann innen dafür Monitore, aber es hilft ja nichts, wenn man den Kopf bewegt, kann man an den Monitoren seinen Blickwinkel nicht erweitern. An einem traditionellen Spiegel mit einem Spiegelglas drin kann man dann deutlich mehr sehen, wenn man entsprechend den Kopf hin und her bewegt. Also insofern sehe ich keinen wirklichen Vorteil. Ja, was soll man sagen? Es sollte optisch einfach mal was Neues sein. Ja, aber es sieht doch ein bisschen aus wie ein Gerippe irgendwie, ja, oder? Also kostet Aufpreis. Mhm. Ich persönlich meine, man kann sich's echt sparen. Haben wir hier eigentlich noch einen Hyundai oder ist das schon fast ein Porsche? Also das sieht ja super nach 911er aus. Es ist ein Hyundai. Ja, da sind wir jetzt am Heck angelangt. Es gibt so Schokoladenseiten manchmal und das ist jetzt so die kontroverse Seite. Diese mehrstufigen Spoiler hier sind auch wirklich notwendig, damit der nötige Abtrieb erzeugt wird, wenn man schneller fährt, auf der Autobahn zum Beispiel. Ja, dann kommen wir doch eigentlich mal schon gleich zum Kofferraumvolumen. Schauen wir einmal rein. Ah ja, da war ja wieder das mit diesem Knopf, ne? Ja, mit Pixeln wieder drauf. Mit Pixeln. Unser Kofferraumvolumen hier liegt bei 405 Liter. Man kann natürlich noch den Boden des Kofferraums hier öffnen. Es verbirgen sich allerdings nur wirklich 15 Liter darunter, die dazukommen, also 420. Und man merkt schon, also man hat hier wirklich eine hohe Ladekante, die auch wiederum tief reingeht. Also ja, eine Kiste Wasser muss man schon ordentlich hochheben, um sie dann auch weiter durchzuschieben. Man kann allerdings die Sitze umklappen und kommt dann auf ein Gesamtvolumen von 760 Litern. Und kleiner Funfact am Rande, man kann noch mal unter die Motorhaube gucken, da verbirgt sich auch noch ein Mini-Stauraum. Martin, was sagen wir denn zu Karosserie und Kofferraum? Der ADAC vergibt hier eine 2,8. Es ist jetzt nicht eine super gute Note. So die Alltagstauglichkeit, die zieht die Note hier ganz schön nach unten. Kofferraumvolumen genauso. Er ist halt nicht so praktisch und so variabel wie ein Van oder ein Kombi. Das gibt ein bisschen Abzüge. Ansonsten aber gute Verarbeitung, innen wie außen. Das hilft ihm wieder nach oben.
Wie gefällt er euch vom optischen Design? Schreibt es uns einfach mal gerne in die Kommentare. Unsere 77,4 Kilowattstunden starke Batterie kann nicht nur mit Gleichstrom, sondern natürlich auch mit Wechselstrom geladen werden. Die Ladezeiten sind wirklich hervorragend. Also von 10 bis 80% brauchen wir einfach nur 9-10 Minuten. Das ist natürlich super. Ja, der normale Hausstrom, das macht wenig Sinn, da die Akkuladung tatsächlich, um voll zu laden, 38 Stunden dauern würde. Im ADAC Eco-Test haben wir einen Verbrauch von nur 15,5 Kilowattstunden ermittelt, inklusive Ladeverluste wohlgemerkt. Und so kommt man über 550 Kilometer mit nur einer Batterieladung. Da zeigt sich, welchen positiven Effekt diese windschlüpfrige Karosserie haben kann. Ja, Martin, das kann ja eigentlich nur eine gute Note geben, oder? Absolut. Er hat eine 0,9 sogar bekommen, weil mit seinem Verbrauchswert ist er bisher das beste Elektroauto im Eco-Test. Nicht schlecht. Den IONIQ 6 gibt es mit drei unterschiedlichen Antriebsausführungen. Einmal Heckangetrieben mit einer etwas kleineren Batterie, dann noch mit einer etwas größeren Batterie, auch in Heckangetrieben. Und dann haben wir Allrad, auch mit der großen Batterie. Der Elektromotor hat auf jeden Fall Leistung. Wir sind hier mit 168 kW unterwegs, also 229 PS und 350 Newtonmeter. Also er bringt Spaß und er kann auf jeden Fall was. In der Beschleunigung hat er auch gar nicht so schlechte Zeiten. Von 0 auf 100 sind es 7,4 Sekunden. Allerdings beim schönen Überholmanöver von 60 auf 100 liegen wir nur bei 3,6 Sekunden. Ja, die Höchstgeschwindigkeit bei diesem Fahrzeug liegt bei 185 km/h. Zum Kapitel gehört natürlich auch Laufkultur, Leistungsentfaltung. Naja, also die Leistungsentfaltung ist ja absolut gleichmäßig. Also es ist in jedem Fall ein ausgereiftes Elektrosystem drin. Und Laufkultur ist auch perfekt. Ja, also keine störenden Geräusche oder Vibrationen. Man hört den Motor nicht, man spürt nichts. Also als Beifahrer sowieso nicht, Fahrer im Lenkrad natürlich auch nichts. Zum Getriebe gibt es auch nur zu sagen, das hat nur eine Übersetzung. Naja, Vorteil Elektromotor, ein sehr breit nutzbares Drehzahlband hat er hier natürlich auch. Insofern reicht ihm die eine Stufe. Und deckt alles ab von 0 bis 185. Die Bewertung für Motor und Antrieb kann ja eigentlich nur gut ausfallen, denn wir haben ja jetzt wirklich super wenig zu meckern gehabt, eigentlich nur Positives gesagt. Von daher vergibt der ADAC hier auch eine 1,0. Wie wir eben schon gemerkt haben, er hat hier gemeckert am Anfang, wo wir losgefahren sind auf unserer Teststrecke. Er blinkt und piept aggressiv, weil ich die 40 Kilometer pro Stunde überschreite hier. Er hat natürlich super viele Sicherheitsassistentensysteme in diesem Fahrzeug. Zum einen zum Beispiel der Totwinkelassistent, Spurhalteassistent, Notbremsassistent. Also ich kann noch viel mehr aufzählen. Was vielleicht auch ein Vorteil ist, der Ausstiegsassistent. Also wenn man anhält und bevor man die Türe aufmacht, wird man dann gewarnt, ob zum Beispiel ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger von hinten kommt. Also das ist auch ein großer Vorteil. Ja, und wenn wirklich was passiert, gibt es ja auch noch den eingebauten Notruf. Da wird E-Call abgesetzt. Hier in der Mitte. Kann man auch manuell auslösen, stimmt. Für die Kindersicherheit ist er auch gut geeignet. 87% erreicht er hier. Ja, gerade in den hinteren Bereichen ist es sicher für die Kinder, an den äußeren beiden Plätzen. In der Mitte eher nicht so, da wir hier keine Gegebenheit haben für eine ISOFIX-Sicherung. Ja, und der Beifahrersitz ist auch gut. Ja gut, das stimmt natürlich. Airbags kann man abschalten, dann passt es auch. Nur gibt es keine ISOFIX hier. Ja. Ja, Fußgängerschutz, der fehlt noch. Da ist er so, kriegt er ein so durchschnittliches Ergebnis. Da hat er nur 66% erreicht, gibt auch nur eine 3,5. Ist einfach nicht optimal entschärft, so die Fensterrahmen, A-Säulen, suboptimal. Vorne an der Kante ist eher besser. Aber immerhin Notbremsassistent mit Personenerkennung, mit Fahrradfahrererkennung. Ja, dann fehlt noch die Gesamtnote für die Sicherheit und da bekommt der IONIQ 6 eine 1,4. Wie seht ihr das mit den Warnungen der Assistenzsysteme? Gerade so das Piepen. Findet ihr das ganz toll oder nervt euch das auch so wie mich zum Beispiel? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Hier bei diesem Auto sieht man jetzt, wie relevant das inzwischen ist. Ja,
Optisch spricht er mich persönlich mehr von hinten als von vorne an, aber das ist ja eine komplette Geschmackssache. Aber es gibt viele Vorteile an diesem Fahrzeug. Das mit den 19 Minuten Ladedauer auf 80%, das hat mich wirklich umgehauen, Wahnsinn. Aber auch sein Verbrauchswert mit 15,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist es wirklich Wahnsinn. Zudem auch noch die Reichweite mit 555 Kilometer auf jeden Fall alltagstauglich. Ja, aber es ist irgendwie auch nicht alles Gold, was glänzt. Das sieht man dann vor allem im Innenraum. Der ist zwar gut verarbeitet, aber die Materialien machen schon einen ziemlich günstigen Eindruck über weite Teile. Also irgendwie geschäumte Kunststoffe oder sowas richtig schön gemachtes findet man da drin leider kaum. Ja, und zu guter Letzt natürlich auch noch der Preis. Das Auto hat zwar viel, tolle Ausstattung auch, aber über 60.000 Euro ist natürlich auch echt eine Stange Geld. Trotzdem überwiegen die Vorteile in diesem Fahrzeug und deshalb vergibt der ADAC auch eine super Gesamtnote, nämlich eine 1,7. Ja, jetzt die Frage an euch, wie findet ihr den IONIQ 6? Findet ihr die Note gerechtfertigt, die ihr bei uns bekommen habt? Gefällt euch das Äußere auch? Schreibt es uns doch gerne unbedingt in die Kommentare. Ja, gut. So, und jetzt sind wir auch schon eigentlich fertig mit unserer Moderation. Dann würde ich sagen, wo ist eigentlich unser Chauffeur? Ah, hier, da ist er ja. Ja, dann wollen wir uns auch heute mal einfach den Luxus wieder gönnen und genauso abgeholt werden, wie wir auch hierher gebracht worden sind, oder? Lassen wir uns wieder chauffieren. Ich hätte dir ja die Tür aufgemacht. Ich weiß doch, dass du ein Gentleman bist, das weiß ich doch. So, ja, auf zum nächsten Fahrzeug, was wir noch testen. Let's go!